Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Undercover. Wir starten einfach direkt das nächste Rennen. Was auch immer das jetzt ist. Oh nein, es bringt kein Geld. Aber wollte ich doch Geld verdienen. Sachschaden müssen wir anrichten. Das da kaputt. Unser Ziel ist es jetzt, ganz viele von denen hier kaputt zu machen. Zum Beispiel den da! Ups. War nicht beabsichtigt. Scheiße. Scheiße. Alter, was ist denn mit diesem Auto los? Meine Güte, ey, das Auto spinnt auch schon so rum. Was ist denn mit dieser Steuerung? Also, das kann ja echt nicht sein. Stirb. Stirb. Ja, das war jetzt nicht so viel. Schade. Ganz viel. Alles kaputt machen. Ja, das war jetzt nicht so viel. Das war jetzt gar nichts. Zivilstreife ausgeschaltet. Das ist genau das, was man machen muss. Aber sie wissen ja eh alle, wo wir sind. Von daher. Ach, wir haben da eine Zeit. Ach so, und wir müssen entkommen. Schon. Fuck. Wo muss ich denn jetzt? Da ist gut. Oh, oh, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich! Vorbei. Jawohl, wir haben dominiert. Sehr schön. Na, das ist genau das, was uns überhaupt nichts bringt. Ich bin's, Hector. Ich mag zwei Sachen im Leben. Rennen gewinnen und Autos klauen. Also dachte ich mir, warum nicht beides gleichzeitig machen? Bist du dabei, Amigo? Ich will sehen, was du so drauf hast. Klar bin ich dabei. Also fahren wir ein Duell. Bin mal gespannt, hoffentlich fahre ich jetzt nicht mit dieser Kackkarte das Duell. Weil eigentlich will ich ja nur Geld verdienen, damit ich mir den Audi kaufen kann. Scheiße. Du bist mein neuer Fahrer, ha? Pass auf, wir starten heute Nachmittag einen riskanten Job, der aber Kohle bringt. Ich erkläre dir alles, also hör mir zu. Wenn du mich schlägst, behältst du den Wagen. Nimmst du an, Homie? Dann steig ein. Was? Wilson Avenue, 9.45 Uhr. Welchen Wagen? Ich will meinen Wagen nicht verlieren. Hallo? Das ist volles Verlustgeschäft, wenn ich meinen Wagen maximal halten kann. Achso. Wir fahren einen fetten Audi, oder was? Hä? Was ist unser Ziel und wieso fährt er anders als wir? Ich weiß nicht warum, aber es sagt uns, wir sollen hier fahren. Ich kann dich genau sehen. Kannst du überhaupt nicht sehen? Scheiße, jetzt gib doch mal Gas! Lass mich schön vorbei. Da müssen wir lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er denn? Trau mich nicht, ich weiß nicht, was der Rückspiegel ist. Da ist der Rückspiegel. Ah, okay. Ich will diesen Wagen haben, weil der ist nicht geil. Der lässt sich gut fahren. Hier müssen wir rechts rauf.
Wow, wir sind Erster. Mario ist nicht Erster. Hector Mario heißt der also, okay. Haben sich auch wieder einen beschissenen Namen ausgedacht. Ja, ich bin auch fast da, du Witzbold. Mission abgeschlossen. Yeah. Du hast es mit dem gestohlenen Wagen zum Leuchtturm geschafft und Hector geschlagen. Damit bist du bei ihm... damit hast du bei ihm und seiner Gang einen Stein im Brett. Und er bringt viel Geld. Ja, so gefällt mir das. Mann, du hast es echt drauf. Einfach klasse. Jetzt kann uns keiner mehr stoppen. Die Straßen gehören uns. Ich kann die Operation nicht durch zweitklassige Typen gefährden. Die lenken uns doch sicher bloß ab. Er gehört dir. Wow, den wollte ich, da wollte ich drauf hin, um den zu kaufen, aber jetzt kriegen wir den auch so. Das ist natürlich geil und der lässt sich auch wenigstens gescheit fahren, nicht wie dieser billige Japaner da. Wir nehmen den da, weil den habe ich gefahren, bei dem weiß ich, dass er halbwegs geil ist. Nur wahrscheinlich kriegen wir ihn jetzt ungetuned, weil das ganze Tuning ist auf einmal verschwunden. Oh, der ist geil. Der ist geil. Wir gehen auf G für Karte, glaube ich. Stufe 3 Wagen und hier waren die Stufe 4 Wagen, ne? Die Street-Teile, genau. Gehen wir mal da rein. Eigentlich sollte es ja keinen Unterschied machen, aber hey! Endlich haben wir ein geiles Auto. Toll. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Nein, da wollen wir auch nicht hin. Da wollen wir hin. Schnell-Upgrade! Wie viel kostet uns denn? Power, bitte. Das ist noch gesperrt und das würde ordentlich was bringen. Und Handling? Würde Handling verbessern. Und würde wie viel kosten? 6.000. Ja, Power nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil das sieht ziemlich geil aus. So. Und Handling? Können wir auch purchasen, ja? Also kaufen. So, jetzt wie ich das kenne, die Upgrade-Pakete sind jetzt alle gekauft. Ja. Wow, im Endeffekt, wir kaufen nur die Dinger, die Leistung bringen halt dann entsprechend, ja. Ist nicht viel, aber ist auch nicht schlecht, ja. So. Ey, das ist doch schon wieder eine Polizeimission. Sag mal, was ist denn da los? Sprint, ein Master-Event. Das klingt schwer. Okay. Das ist der Schachschaden, ja klar, den machen wir jetzt nicht. Wir machen erstmal dieses Master-Event, weil das sieht interessant aus. Mit unserem neuen Audi. Oh fuck. Deswegen ist es ein Master-Event, weil die alle Porsche und Lamborghini und so eine Scheiße haben, ja? Und jetzt haben wir ein Audi Stufe 3. Ach, fickt euch doch alle. Ah, Nitro haben wir glaube ich auch, ne? Aber ist noch gesperrt. So, was? Wir haben schon 5% beendet? Keine Ahnung, wieso er hat gebremst. Ist unsere Chance. Fick dich, fick dich! Ah, ich hasse sowas, wie die zufällig immer genau richtig sind. Scheiße. Und wir haben schon ein Fünftel davon. Also es ist so gut wie unmöglich. Scheiße, ey. Den kriegen wir nicht mehr. Master eventuell. Wenn du einmal einen Fehler machst. Ich nenne das jetzt mal Fehler. Weil war natürlich absolut ein Fehler. Ah, jetzt sind wir Erster. Haha, wieso auch immer. Kommt er? Wo ist er? Was? Nur so einer? Ist ja langweilig. Bitte, das möchte keiner sehen. Aber hey, wir sind ja nur wie ein Irrer durch die Gegend geflogen, ey. Hä? Ach komm, mir wurscht.
Boah, ein bisschen Spaß muss sein. Bisschen Polizei auch. Oh mein Gott, das ist ein richtig forderndes Rennen. Aber okay, wenigstens ist es auch wirklich masterhaft, dieses Master-Event, ja? Und nicht nur so ein normales Luschen-Event, wo jeder gewinnen könnte. Wir wollen das hier gewinnen, wir wollen Kohle verdienen. Und wir wollen erstmal keine nervigen Polizei-Missionen mehr machen. Das ist total scheiß und langweilig. So, hier müssen wir rechts. Ich muss die Minimap ein bisschen im Auge behalten, damit ich das immer weiß, ja? So, hier wähle ich den rechten Weg, weil in der Regel geht es... Oppala, scheiße. In der Regel geht es danach immer nach rechts. Ja, shit, jetzt haben wir den langen Weg gewählt. Nitro bringt bisher kaum was. Das wird vermutlich erst im Pro-Upgrade irgendwas bringen. Aber das haben wir ja immer noch nicht freigeschaltet, was schade ist, ja? Ich frage mich, wieso dieses Ding Master Race heißt, ja? Ich meine, klar, es ist ein bisschen schwerer, aber ist das alles? Ich hätte damit gerechnet, dass zumindest noch irgendwas kommt, wie von wegen hier, ja, weiß ja nicht. Das kannst du vergessen, dass ich nochmal gegen einen fahre. Das war letztes Mal schon eine doofe Idee. Ich hatte ja damit gerechnet, dass vielleicht irgendwas ist so wie nur im Gegenverkehr und das eine längere Zeit lang, ja? Das wäre auf jeden Fall nochmal super. Ach so, weil er uns jetzt überholt, weil ihm auf einmal aufgefallen ist, dass er ja Nitro und Gas auf in seinem Auto hat, ja? Ach, leckt euch doch alle. Fuck, 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 fuck. Das müssen wir gewinnen. Yeah, unser Audi. Gleich sieht er euch beim ersten Mal, auch wenn er schon wieder verreckt ist. Geld haben wir immerhin 9000 gekriegt, was doch schon mal schön ist. Yeah, und unser In-the-Zone-Bonus wird immer besser, ja? Genau, das ist die Bremse, ne? Genau. So. Das nächste wäre ein Sachschaden-Event, ja? Ah, weißt du was, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt haben wir so ein geiles Auto. Jetzt gehen wir nochmal zu den Street-Teilen. Und da kümmern wir uns ein bisschen um die Optik. Den Lack. Hä? Irgendwie ändert sich da nichts. Warte, was mit 0? Ja, wir machen alle Teile. So viel schöner muss ich den jetzt auch nicht unbedingt machen. Ach so, plus minus zum Farbe anpassen, okay. Passiert da auch noch irgendwas abseits von... Sieht farblich halt gut aus, Finish Hochglanz. Achso, ja, jetzt geht noch was, aber die Farbe wird nicht übernommen. Schillernd, Perleffekt, der war ganz lustig, aber den will ich hier nicht. Chrom, oh mein Gott, Chrom könnte geil aussehen. Mit der richtigen Farbe, ja, dafür bräuchte ich aber eher... ein Gelb. So, übernehmen. Passt das so? Oder kann man das vielleicht noch geiler machen? Weiß wäre hier vielleicht gar nicht schlecht, ja? Na, das sieht schon wieder nicht geil aus. Ich bräuchte hier ein Weiß. Du aktualisierst es doch eh nicht. Also, hallo. Oh, ein weißer Audi. Ja, den könnten wir nehmen, ja. Und dann vielleicht rote Felgen oder so, was richtig geiles, ja. Übernehmen. Zurück. Nein. Hä, bist du blöd? Check's nicht, aber okay. Übernehmen. Was muss ich jetzt machen, dass das gespeichert wird? Hä? Bist du eigentlich behindert? Was soll die Scheiße? Hallo? Chrom, übernehmen. So, ach, kaufen. Jetzt muss ich die 2 drücken. Oh, boy. Aber okay, Vinyls. Ach, das waren die will ich hier nicht haben. Nicht auf dem. Alle Felgen. Was wären denn da geile Felgen?
Kann die Farbe irgendwie ändern? Halt, warte, da muss man bestimmt wieder auf den Lack gehen und dann bei Lack irgendwie alle Teile. Heckstoßstange, Hinterräder, Vorderräder, Frontstoßstange. Dachte ich's mir doch, ja? Vorderräder, die machen wir rot. Matt, Metallic. Oh, geil! Chrom sieht irgendwie cool aus, das freut mich, ja? Genau so will ich's haben, ja? Und dann die Hinterräder, die machen wir nicht genauso. So. Farbe anpassen, C, was? Kann ich irgendwie nicht, also 2 kaufen. So teuer war das? Heieiei. Schon ordentlich, aber dafür sieht jetzt unser Auto richtig geil aus, das freut mich. Damit können wir jetzt weiter racen mit unserem weiteren, mit unserem echt coolen Auto. Das, oh mein Gott, er leuchtet. Oh, und die Felgen, die gefallen mir ja mal ewig. Mit dem Ding werde ich einigen Spaß haben, glaube ich. So. Dann machen wir halt mal einen Sachschaden, wenn es denn unbedingt erwünscht ist. Dass wir kein Geld verdienen, sondern einfach nur die Cops total nerven, ja. Ist vollkommen in Ordnung. Wie viel Geld brauche ich denn? 12.500 ist nix. Stirb. Hallo, könntest du bitte auf realistische Art und Weise weiterfahren? Wir haben uns nicht angekoppelt wie bei einem, wie bei der Bahn oder sonst wo. Wir haben uns überhaupt nicht so angekoppelt. Was soll denn die Scheiße, ja? So, den haben wir erwischt. Das gibt Sachschaden. Wo ich hin will, ist aber da hinten, glaube ich. Hallo? Achso, scheiße. Hier bin ich komplett falsch. Da will ich nicht hin. Irgendwie bin ich gerade am Fliehen. Ah, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da wollte ich nicht hin. Achtung! Und ich habe niemanden erwischt. Scheiße. Da war ja was. Da müssen ja Polizisten in der Nähe sein. Shit. Komm doch mit. So, jetzt. Jetzt aber, jetzt holen wir sie uns, okay? Haben wir sie erwischt? Nein, wir haben noch. Wir müssen noch. Er ist gerade mitten durch das Gebäude gefahren, Bitch. Zerstört! Yeah! Wir sind so böse. Lass mich mal schön da reinfahren. Oh nein. Das Ding ist weiter oben. Knappe Sache, 130. Das ist genau das, was ich haben wollte. Oh. Schau, ein Polizeiauto, das zu blöd ist zum Denken und gegen die Wand fährt. Ja, danke fürs Anschieben. Scheiße, jetzt kann ich ein Auto nach dem anderen noch erwischen. Nein! Jawohl, dominiert. Und wir kriegen exakt null. Nichts, kein Geld. Dafür ist diese Mission jetzt wenigstens weg. Oh, haben wir eine neue Stufe oder was? Ja, wir haben eine neue Stufe. Yeah! Fahrerlevel gestiegen. Plus 5 Nitro-Erhöhung. Und unser Auto wird automatisch wieder geheilt. Alter, wie geil diese Kiste einfach aussieht.
Klar, zeig her den Wagen, an dem du arbeitest, ja? Ich bin eigentlich gar nicht in Hectors Crew. Ich meine, wir fahren nur so zum Spaß, aber meistens bleiben die unter sich. Naja, ich kenne Hector seit meiner Kindheit. Er war immer für mich da. Und dich respektieren sie auch. Einen guten Fahrer erkennen sie sofort. Und so wie Zack dauernd über dich spricht, hat er im Internet bestimmt schon eine Fanseite aufgemacht. Weißt du, ich stehe mir auf. Pass in jedem Fall gut auf, dass deine Deckung nicht plötzlich auffliegt. Du hast uns genug Beweise geliefert, um diese Typen festzunehmen. Nochmal, zieh sie aus dem Verkehr. Fang mit Zack an, um deine Identität zu schützen. Stell ihn, damit wir ihn schnappen können. Also los. Zylinderkopf veredle. Was meinst du? Alles okay? Du siehst nicht gut aus. Was mache ich denn jetzt? Okay, unser nächstes Ziel ist es also, den ollen Zack richtig fertig zu machen. Das ist kein Telekop-Event. Ist auch nicht. Ist da irgendwo eins, das special ist? Nee, ne? Hä, komisch. Ja, dann haben wir uns das jetzt wohl noch angeschaut. South Harbor. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Underground. Falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis dahin, Servus.